Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde The Hunter, Call of the Wild, Revenant to the Coast, wieder Finnland. Wir spielen heute mal eine Runde Offstream. Das heißt, ich bin ganz für euch da, YouTube. Let's go. So, da gehen wir doch mal zum nächsten Aussichtspunkt, den ich noch nicht habe, da unten. In der Zwischenzeit gucken wir natürlich, ob wir irgendwas sehen, was sich bewegt. Ne, wir schießen auf alles, was sich bewegt. Wir müssen erstmal so ein bisschen die Map erkunden. Neue Aussichtspunkte freischalten, neue Hütten freischalten. Neue Spots freischalten, wo sich Tiere aufhalten und so. Ne? Wir brauchen erstmal ein bisschen Zeit auf der Map. Eine Kanada-Gans haben wir gefunden. Und da vorne ein Moorschneehuhn. Warnruf. Aber ich glaube, ich werde erstmal mich um die Gänse kümmern. Die da drüben chillen. Da ist eine Dreier-Gans dabei. Die wäre, glaube ich, ganz gut. So. Ich glaube, da haben wir nichts getroffen. Ja, eine Gans haben wir getroffen. Ich hoffe, das ist die Dreier. Ja, das ist die Dreier in Gold. Ja, schön. Sehr schön. Sehr schöne Gans. Natürlich auch heute wieder der Discord-Link ist in der Videobeschreibung. In meinem Discord habe ich einen Channel, der nennt sich Erlegtes. Und in diesem Channel poste ich alle Abschüsse, die ich hier in dem Video mache, die ich in den Streams mache. Wie auch immer, da dürft ihr gerne reinschauen. Im Channel Erlegtes Community dürft ihr gerne in meinem Discord eure Abschlüsse präsentieren, eure Dias, eure besonderen Farben, was auch immer. Viel Spaß, ich schaue es mir an. Ein Elch auf der Flucht. Flüchtet er immer noch? Ja, ich habe ihn anscheinend auch schlecht getroffen. Ich glaube, ich habe ihn zweimal schlecht getroffen. Das ist natürlich schlecht. Ja, mein Elchwarnruf. Wir sollten uns sehr ruhig verhalten. Der Vierer-Elch ist da. Ich sehe ihn nicht mehr. Entweder hat er sich da hingelegt oder er ist weg. Wenn er weg ist, hätte ich Bock, ihn zu verfolgen. Aber es könnte auch sein, dass er sich da hingelegt hat. Da ist auch eine coole, also ein leichter Hügel hier vor uns und dahinter eine coole. Ne? Gehen wir erstmal zu dem Elch, den wir hier vorne liegen haben. Das ist der, den wir eigentlich aufgegeben haben zu verfolgen. Weil ich den wahrscheinlich zweimal schlecht getroffen habe. Wir gucken uns gleich mal die Treffer an. Ja. Einmal hinten in den Ass und einmal in den... Schade. Einmal in den Fuß. Naja. Okay. Wäre maximal Bronze gewesen. Ist ein kleiner, süßer Elch. Okay. Da haben wir einen Bären. Auch wenn wir eigentlich gerade auf Elchjagd sind. Hatte ich irgendwie Lust, einen Bären zu schießen. Naja, wir stellen mal die Zeit um, wenn wir den Bären gefunden haben und dann schauen wir uns den echt nochmal an. Goldener Bär. Schön. So 12 bis 16 Uhr trinkt der echt da. Wir gehen mal so entspannt gegen 14 Uhr los, würde ich sagen. Das ist unsere Vierer-Elch. Da ist er, so wie bestellt. Wird gern 300 Meter Schuss versuchen. Bevor er uns jetzt hier noch entkommt, weil er irgendwo hin möchte. Schönes Geweih. Gold. Sehr gut. Sehr gut. Aber gerade so Gold, ne? Gerade so Gold, der Junge. Leider doch nicht so gut, wie erwartet. Aber immerhin goldener Elch. Finde ich gut. Schön,
schönes Ding. Ein Bahnhof von einem Elch? Ja. Schaue ich mir gerne an, wenn er hier unten schon brüllt. Nicht viel Platz zwischen mir und dem Wasser. Wenn sich da noch ein Elch versteckt. Das wird interessant jetzt. Also. Dreier. Silberner Elch. Naja. Süß. Süß, der Kleine, ne? Süß. Ein schönes kleines Fischerdorf. Ja, da wird sich wahrscheinlich kein Elch zwischen verstecken und hier irgendwo an einem Landungssteg trinken. Das wäre auf jeden Fall ein Foto wert. So, angekommen am neuen Außenposten. Hier nochmal ein kleiner Shoutout. Ich streame übrigens auch. Ich mache übrigens auch Livestreams und das Ganze auf Twitch. Und der Link ist in der Videobeschreibung. Also schaut auch da vorbei, lasst ein Follow da und seid vielleicht beim nächsten Stream mit dabei. Ich würde mich freuen. So, hier drüben auf der anderen Seite vom See haben wir noch ein Haus. Ich denke mal, das werde ich mir jetzt erstmal unter den Nagel reißen. Das ist das nächste Ziel. Und auf dem Weg dahin wird natürlich auf alles geschossen, was sich bewegt. Vielleicht finden wir noch einen besseren Elch als den wir heute schon geschossen haben. Oder irgendwas anderes Cooles. Mal sehen, wir schauen mal. Immer wenn ich die falsche Waffe mit habe, kriege ich genau von der Tierart oder von der Tierklasse, die ich nicht dabei habe, unglaublich viele Warnrufe. Okay, das war ein Elchweibchen. Hattest du denn einen Freund dabei? Schauen wir uns gleich mal an dem Trinkgebiet hier. Glaube ich, das Trinkgebiet, ne? Ne, es war nur das eine Weibchen, was hier getrunken hat. Ich glaube, das wird mein erster Hase auf dieser Map. Ich glaube, das wird mein erster Hase auf dieser Map. Schön. Vom Elchweibchen irritiert einen Hasen geschossen. Top. Bronze, weil du auch nicht mehr wert warst. Schade. Schade. Aber schönes Tier, oder? Unglaublich schön. Auch hier wieder dieser Killscreen. Unglaublich schöner Hase. Finde ich gut. Was findet ihr denn an der neuen Finnland-Map für The Hunter am besten? Also was ist für euch das Beste an der Map? Der neue Great One oder die neuen Updates für Waffenrad oder Killscreen? Was gefällt euch denn am besten nach dem Update von The Hunter? Schreibt es bitte in die Kommentare, mich interessiert das wirklich. Ich wurde auch letztens in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal so, ja, ein Video machen kann für meine besten Rotwild-Spots, für meine besten Dammwild-Spots, Spots für Weißwedelhirsche, für Bären oder wie auch immer. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich so lang dieses Spiel einfach noch nicht spiele. Und ich wirklich auch noch nicht so erfahren bin, dass ich euch wirklich krasse Guides liefern kann. Das ist leider so. Ich wachse auch mit diesem Spiel und mit dem Kanal und mit meinem Twitch-Kanal und wie auch immer. Also ich bin auch noch in der Phase, wo ich Erfahrung sammle. Ich habe jetzt rund 200 Stunden in diesem Spiel. Klar bringe ich regelmäßig YouTube-Content, aber gebt mir noch ein bisschen Zeit. Ich habe da wirklich Bock, in dieses Spiel noch weiter einzutauchen, um da wirklich deep drin zu stecken. Aber gebt mir noch ein bisschen Zeit, bis ich wirklich kompetent solche Videos bringen kann. Bisher kann ich nur kompetent spazieren gehen und halt in der Zeit, in der ich auf der Map bin, alles schießen, was ich so finde. Ja, Moorschneehuhn, das möchte leider in der Luft geschossen werden. Das hatte ich, glaube ich, beim letzten Video schon auf den Boden geschossen, ja. Ja, wenn es nicht losfliegt, ist es nicht mein Problem, oder? Dann schieß mal einfach drauf. So, das ist unsere nächste Hütte, die wir freischalten werden. Top. Naja, wird doch. So langsam wird's. Die Map ist zwar noch sehr, sehr unaufgedeckt, aber schaffen wir schon. Schafft man schon. Es gibt, ja, ich weiß, es gibt so Methoden, die man natürlich anwenden kann, wie es andere YouTuber oder Streamer auch machen, dass die erstmal mit einem Quad auf jeden Aussichtsturm zufahren, den Aussichtsturm mitnehmen oder beziehungsweise jede Hütte mitnehmen und dann haben die schon sehr viel auf der Map aufgedeckt. Das mache ich nicht. Ich versuche natürlich auch diese Spots
mit der Methode des Spazierengehens zu erkunden. Das heißt, ich gehe halt von Spot zu Spot. Und zwischendurch schieße ich natürlich auf alles, was sich bewegt und sich ergeben möchte. Ja, das ist meine Methode. Und ist keine schlechte Methode. Denn bevor sie wegrennt, muss ich erstmal aufstehen, sich umschauen, sehen, was da überhaupt ist alles. Ja. Können wir, glaube ich, jetzt aus der Entfernung auch schießen. Leider nur ein Weibchen. Männchen wäre mir jetzt lieber gewesen. Vor allem ein schweres Männchen. Sie saß auf der Straße. Ah, okay, okay. Sie saß mitten auf der Straße. Schön. Silbernes Weibchen. Ja, knapp Silber. Aber sie saß wirklich schön auf der Straße. Das sieht lustig aus mit ihrem kleinen Stummelschwänzchen da unten. Schön. Dreier. Den nehmen wir noch mit. Warum nicht? Na komm. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein silberner Elch. Schön in die Lunge reingetroffen. Schön. Top. Na komm schon, Hühnchen. Flieg los, flieg los, flieg los. Komm schon, Hühnchen. Flieg los, flieg los. Ich will dich erschießen. Das gibt's ja gar nicht. Okay, dann halt nicht. Ich würde gerne wissen, wo dieser Bär ist. Warum dieser Bär mich anbrüllt. Wir haben ihn gut erwischt. Wir haben ihn gut erwischt. Haben wir dann noch einen gesehen? War dann noch einer? Da ist noch einer. Da sind zwei. Und da ist so ein komischer Dachs. Dachs, sage ich schon. Leute, ich bin Dachs. Gucken wir uns erstmal den mittleren Bären an. Der ist leider nur in Silber. Schade. Ja, kurz vor Gold. Aber schöner Lungentreffer. Naja, okay. Ich glaube, wir haben hier Bärengebiet entdeckt. So, der Kleine ist... Leider Bronze. Wir haben die richtige Munition verwendet, aber wir haben kein lebenswichtiges Organ verletzt. Schade. Schade. Voll in den Ass geschossen. Naja, okay. Sie ist Silber. Aber cooles Fell, ne? Cooles Fell. Er ist auch nur Silber, aber schöner Drive-By, schöner Lungentreffer. Leider nur Silber. Da haben wir einen sehr, sehr kleinen Elch. Ich denke aber, den werden wir lassen. Na, der kann noch ein bisschen wachsen, bis wir den wirklich schießen. Ja, lassen wir den Elch in Ruhe. Ist okay. Was ist mit ihm hier? Der könnte geschossen werden, ne? Laden wir noch schnell nach. Wir haben ja alle Zeit der Welt, ne? Wir haben alle Zeit der Welt. Also wenn er uns jetzt entgegenläuft, in unsere Arme läuft sozusagen, würde ich den Kleinen auch noch schießen. Weil das ist frech, was er jetzt hier gerade macht. Das ist sehr frech, was er jetzt hier gerade macht. Dafür kann ich nichts. Das ist einfach nur Selbstverteidigung gewesen.
Ja. Also bevor mich der Elch umrennt, schieße ich ihn. Er ist Silber. Ja. Ja, sehr süßes Geweih, aber Silber. Okay. Auch Silber, okay. Verstehe. Zwei sehr süße Elche. Ich schieße unglaublich gern mit der 300er Magnum ohne Visier. Also wie sind alles, was so auf No-Scope-Reichweite rankommt. Und halt auch, wenn man sich sehr nah an den Elch heranschleicht, was ich ja diesmal nicht getan habe, die waren einfach da. Ich schieße sehr gern mit dem Ding No-Scope. Das ist irgendwie, das hat noch was richtig Befriedigendes. Das macht richtig Spaß. Das hat richtig Zauber in den Fingern, wenn man das macht. Ich finde das gut. So, ich habe da vorne ein paar Elche entdeckt. Die kommen gerade auf mich zu. Und hier ist ein Dreier. Der sieht gar nicht so verkehrt aus. Wäre schön, wenn wir heute noch einen goldenen Elch schießen würden. Aber ich glaube, der erfüllt mir diesen Wunsch auch nicht. Das könnte sein. Wir schauen mal. Hier hinten haben wir noch in 300 Meter Entfernung auch ein Elch. Den nehmen wir auch noch mit. Oh, 300 Meter Schuss. Warum nicht? Da sind sehr viele Hühner in seiner Nähe. So, schauen wir uns den mal an. Ich würde sagen, könnte Gold sein, aber vielleicht auch nur Silber. Ja, Silber. 181, 194 ist Gold, leider Silber. Goldene Elche sind wirklich selten. Sind wirklich selten. Ich weiß es nicht. Oder ich stelle mich einfach zu dumm an. So, er ist leider auch nur Silber. Ja, er ist ein bisschen schlechter bewertet als der andere. Leider. Da hinten ist ein Vierer Elch. Meter entfernt. Schau mich noch so ein bisschen um. Nicht, dass ich irgendeinen verjage hier, wenn ich jetzt auf ihn schieße. Aber sieht erstmal nicht so aus. Schön 300 Meter Schuss. Anlegen und Feuer. Ja, da liegt er auch schon. Schön. Oh. Der Elch treibt. Der Elch treibt im Wasser. Okay, dann gehen wir zurück zu dem Punkt, wo wir ihn geschossen haben. Sonst macht das alles keinen Sinn. Der treibt nämlich zu uns direkt. Wir haben etwas geschossen. Aus der Luft. Einfach so. Random. Okay, das treibt auch zu uns. Schön. Nämlich da vorne im Wasser gelandet. Irgendeine Ente haben wir jetzt geschossen. So, hier haben wir unseren Elch. Könnte Gold sein. Drückt die Daumen. Gold. 204er Wertung. Zum Schluss noch einen schönen goldenen Elch. Finde ich gut. Finde ich top. Sehr, sehr schön. Und hier vorne random die Ente, die wir aus der Luft geschossen haben. Auch Gold! Guck mal. Also, so war ein bisschen nah an Diamant schon dran. War schon ein bisschen nah an Diamant dran. Schön in den Bürzel geschossen. Ja. Ganz zum Schluss nochmal sehr schön zwei goldene Tiere geschossen. Einmal ein Elch und einmal eine Ente. Ja, war eine schöne Runde heute wieder. Das waren so die ersten Schritte Richtung Diamant-Elch, Richtung Great One Bear. Also Erkundung der Map natürlich. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Vergesst das Abo auf YouTube nicht. Vergesst nicht zu kommentieren, vergesst nicht zu liken. Der Link ist in der Videobeschreibung für meinen Twitch-Account. Also da könnt ihr auch followen, falls ihr das wollt. Dann seid ihr beim nächsten Stream mit dabei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao!
Mm-hmm.